So, und damit herzlich willkommen, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn dieser gut aussehende Typ? Ich bin's immer noch, ich habe mich nur ein bisschen rasiert, den Bart ein bisschen kürzer gemacht, aber ansonsten ist alles noch dran. Wir spielen heute wieder Way of the Hunter und ja, wir machen ein paar Quests, wir gehen ein bisschen, ich habe ja immer noch die Quest offen, dass ich diesen schlechten Maultier schießen soll, unter 40% Fitnesslevel. Vielleicht machen wir es heute, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht, schauen wir mal und damit, let's go. Jetzt könnte es natürlich sein, jetzt müssen wir überlegen, welche Quest aktiviere ich jetzt, ne? Weil ich ja leider die Quest, die ich gerade nicht aktiv habe, kann ich nicht freischalten. Also gleichzeitig mit den anderen. Was ich ein bisschen schade finde in dem Spiel. Also müssten jetzt theoretisch darauf spekulieren, dass dieser Maultierhirschbock da vorne eventuell ein Fitnesslevel unter 40 haben könnte. Dann könnten wir wieder die andere Quest aktivieren. Oder wir sagen, nee, der hat bestimmt Fitnesslevel über 40. Und dann können wir die Quest jetzt hier weitermachen, die wir haben. Ja, es ist eigentlich auch egal, ob wir ein Männchen oder ein Weibchen schießen. Ich glaube, nein, ich wechsle die Quest. Allein aus diesem Grund, dass es egal ist, ob wir ein Männchen oder ein Weibchen schießen, für die jetzt hier, für Flash ist die Antwort. Weiß ich nicht. Farbe rot, kleine Menge, klar, lol. Verkackt. Ein Rotfuchs, naja. Das könnte der sein für unser... Nee, der hat bloß einen Stern, ne? Für unser Diorama, was wir da haben mit dem Fasan. Oh, da weiß ich jetzt nicht, wo ich den getroffen habe. Das sah ein bisschen schlecht aus, ne? Irgendwas in den Hals oder sowas, das... Schon sagen, ich habe ein bisschen zu weit vorgezielt. Ach, guck mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch nicht mit der Schrot drauf geschossen. Das ist der erste Schuss. Ich habe den mal... Ey, krass. Ist das ein Sneaker-Hit, ne? Guck mal. Der hat sich gerade umgedreht. Bäm, hat er eine volle Schrotladung in den Ass bekommen. Und auch ins Gesicht. Das hat ihn aber nicht getötet. Er ist jetzt damit noch eine Weile rumgelaufen. Und das war jetzt mein Treffer. Oh, ich habe den linken Lungenflügel ganz knapp angeschnitten. Jagdwertung 1 Stern, weil ich ihn mit der Schrot getroffen habe. Okay. Ach, guck mal. Schöner Herztreffer in den Fuchs. Top. Das Tier nicht gut getroffen. Irgendwie steckt heute der Wurm drin. Ja, hier hat sie aufgehört zu bluten. Ach, Menno, schon wieder schlecht getroffen. Ich gucke mich gerade so ein bisschen um, aber an der Stelle hier kann, glaube ich, nur die Herde kommen mit den Weibern. Ne? Also wir haben ja eine Herde. Was haben wir da? Na, da versuchen wir uns jetzt mal ranzuschleichen. Ein Bär. Und hier vorne haben wir ja auch was. Oh, das ist ja die Herde mit den Weibern. Was mit dir, Bär? Weiblicher Bär. Gibt leider auch keine Wertung, aber ich will ganz gern mal wieder einen Bären schießen. Darum schieße ich, glaube ich, auf das Weibchen jetzt. Wenn sie nicht abhaut. Vielleicht sollte ich jetzt schon drauf schießen. Ah. Ja, nee, das bringt mir alles nichts. Ich glaube nicht, dass ich das riskieren werde. Gut, Mann. Oh, lol. Warum? Warum treffe ich die denn nicht mehr gut? Was ist denn los? Ich hab doch sehr gut eigentlich... Das sah doch gut aus, der Schuss, oder? Ich dachte, es lag gleich, das Tier. Kleine Menge Rot. Nein, schon wieder? Och, nö. Ich treffe doch da, wo die...
So, der Fluss hat mich eigentlich noch nie enttäuscht. Muss man halt nur gucken, die Herden, die ich hier bejage, die bejage ich ja schon eine ganze Weile. Und ob da denn wirklich noch was dabei ist, um die Quest zu beenden. Ein Maultier, Hirsch, Männchen mit einem Fitnesswert unter 40. Den brauche ich noch. Das Problem ist, dass ich, bevor ich diese Quest überhaupt angefangen habe, eigentlich schon viel Herdenmanagement betrieben habe. Und dass es eine richtige Aufgabe ist, da einen rauszufischen, der schlecht ist. Wisst ihr, was ich meine? Ins Hirn. Okay, ins Hirn. Das habe ich auch noch nicht geschafft bei einem Fasan. Ja. Ein Stern der Wachsen. Ja, der musste raus. Ja, bei The Angler muss ich ganz ehrlich sagen, also da waren ja viele enttäuscht von, ne? Also gerade so Angelsimulator-Spielfreunde, die waren da stark enttäuscht von, weil es so einfach ist, weil es so arcade-lastig ist und weil es so einfach ist. Ja, also ich sag, gebt dem Ganzen auch noch ein bisschen Zeit. Ihr wisst, das ist Call of the Wild, da kommen mehr Maps, da kommen mehr Fische, da kommt mehr Ausrüstung. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch die Option geben, dass man das ein bisschen detailreicher konfigurieren kann. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, damit man da genau die Leinenlänge und wann da das Gewicht und die Pose und bla, keine Ahnung. Das wird sich alles noch geben. Das Problem an der heutigen Spieleindustrie ist so ein bisschen, dass die halt Spiele einfach viel zu früh auf den Markt werfen. Hä? Hey. Was ist dieser hässliche Fasan hin? Da? Oh, da ist er. Hier war ja eine ganze Schar. Okay. So, ab in den Ass geschossen. Erwachsene ein Stern, musste weg. Top. Also Fasane machen wir heute sehr gute Abschüsse. Solche Abschüsse wünsche ich mir gern bei den Hirschen. Aber ich weiß nicht, ich verlange wahrscheinlich zu viel heute. Ich verlange zu viel. Den ich gleich da, der fliegt uns gleich weg. Hundertprozentig. Ich sehe ihn aber einfach nicht. Ich muss jetzt hier durchs hohe Gras laufen. Da ist er. Da ist er. Und weg ist er. Top. Der hatte... Okay. Es ist ein ausgewachsener Fasan mit einer Trophäenwertung von 4. Der hat aber auch einen Fitnesswert von 82,08. Ich bin jetzt frech und behaupte, das ist sein Maximallevel, was er erreichen konnte. Rotfuchs alarmiert, 200 Meter. Den treffe ich doch niemals auf 200 Meter, oder? Nee. Muss nachladen. Lol. Ich dachte jetzt, der bleibt so schön stehen. So. Schon wieder. Erwischt. Erwischt. Maultierhirsch männlich verschreckt. Nein. Ach Mann, da hinten läuft der Abschluss meiner Quest. Ich habe ihn direkt ins Hirn getroffen. Direkt ins Hirn. Aber Jagdwertung 5 von 5 Sternen. Läuft, ist ein Weibchen. Schussentfernung 177 Meter, okay, doch keine 200. Ach komm, ich schieße jetzt einfach. Das sah gut aus.
Das sah gut aus. Das war auf jeden Fall der Erwachsene mit dem kleinsten Geweih. Objektiv betrachtet. Ja, ich weiß, dass man mit dem Caller auch Tiere mit niedriger Qualität rauscallen kann. Ich bin aber ganz ehrlich gesagt nicht wirklich ein Caller-Spieler. Ich schaue mir die Tiere lieber von Weitem an und versuche da so ein Auge für zu entwickeln. Viel Blut, das ist gut. Also das erste Mal heute wirklich, wirklich gut getroffen. Freut mich. Der kam auch bestimmt nicht weit. Ich bin, aber ich habe da gemischte Gefühle, ob wir jetzt wirklich die Quest abschließen. Einer fehlt mir noch. Einer, der braucht jetzt nur einen Fitnesswert unter 40. Mehr verlange ich eigentlich gar nicht. Ein Fitnesswert unter 40. Das wäre richtig, richtig nice. Da vorne liegt er. Müsst ihr mir jetzt alle die Daumen drücken. Fitnesswert unter 40. Das Geweih ist schon... Ich weiß nicht. 36,1. Es funktioniert. Es funktioniert doch. Sehr gut. Sehr gut. Oh, endlich habe ich diese scheiß Mission abgeschlossen. Ich glaube, seit 3-4 Streams oder sowas ziehe ich das mit mir rum hier. Ja. Das sah wieder nach einem schlechten Treffer aus. Ah, hier, guck mal, hier liegt's doch. Komplett getarnt. Hauptschlagader. Naja, ich sag ja, wieder viel zu hoch. Aber dafür schön in die Hauptschlagader. Top. Aber das ist halt auch, ich glaube, das macht einen Unterschied, ne? Wenn man die trifft, dann läuft das Blut halt die ganze Zeit immer so, das ist nicht einmal so ein Batzen. Also ich kann mir das vielleicht so erklären, dass wenn das Tier läuft irgendwie und du schießt so in die Doppellunge und es läuft so los, dann bei jedem Atemzug kommt da halt so ein Schwall Blut raus oder bei jedem Pulsschlag oder sowas. Und bei der Hauptschlagader, da läuft das. Habe ich da jetzt einen Screenshot von gemacht? Ich laber schon wieder zu viel hier. Neu. In sein Herz. Top. Ach, da. Den habe ich wirklich nur angeschnitten. Aber egal. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt. Dass man so in das Erschrecken des Tiers rein prediktet. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video von Way of the Hunter. War heute eine durchwachsene Runde. Wirklich wieder sehr durchwachsen. Am Anfang überhaupt nichts gefunden zum Schießen. Meine Quest immer noch nicht abgeschlossen, aber jetzt, zum Schluss, konnte ich sie endlich abschließen. Ich habe endlich den Maultierhirsch, den letzten, mit einem Fitnesswert unter 40% gefunden. Endlich! Jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, 3-4 Videos oder sowas versuche ich das jetzt. Egal. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!